Ignatiuskirche in Faderode ist über 970 Jahre alt. Bereits im Jahr 1050 fand die erste Altarweihe statt. Doch der Zahn der Zeit nagte an der Kirche. Im Jahre 1966 wird die Kirche wegen Baufälligkeit geschlossen. Nach der Wende beschließen die Kirchengemeinde und die Einwohner des Dorfes, die Bonifatiuskirche als Wahrzeichen des Ortes vor dem Verfall zu bewahren. Aus diesem Grund wurde am 4. März 1996 der Förderverein Bonifatiuskirche e.V. gegründet. Seit dieser Zeit wurden der Kirchturm und das Kirchenschiff erneuert, der Innenraum und das Kirchenumfeld renoviert. Gottesdienste können wieder stattfinden. Zurzeit werden an der Fassade Putzarbeiten vorgenommen. Diese sind aber im Moment auch zum Erliegen gekommen. Eckhard Nöring, erster Vorsitzender des Fördervereins, zu den Baumaßnahmen bei einem stürmischen Wind. Ja, natürlich sind wir guter Hoffnung. Wir sind vom Förderverein Bonifatiuskirche Faderode und unsere originäre Aufgabe ist es natürlich, dabei zu helfen, dass die Kirche saniert wird und wieder so schön aussieht, wie sie vielleicht früher einmal war. Die Südseite ist gerade fertig geworden, im letzten Jahr natürlich. Aber jetzt im Moment, in der augenblicklichen Situation, wissen wir leider noch nicht, wie es weitergehen soll. Geplant ist es natürlich. Erst als nächstes die Friedhofsseite, die ja noch völlig desolat ist. Und dann natürlich auch die Nordseite, die Eingangsseite. Und wenn das alles so weitergeht, dann sind wir wahrscheinlich im Jahr 21 Ende oder im Jahr 22 von außen mit dem Putz völlig fertig. Und darauf freuen wir uns natürlich. Mit Leben füllen, hat sich der Förderverein ebenso auf die Fahnen geschrieben wie den Erhalt der Kirche selbst. Reichlich Veranstaltungen trugen die Mitglieder bereits zusammen, um den Dorfbewohnern die Kultur in den Ort zu bringen. Doch auch diese müssen, wie allerorts, im Moment ruhen. Wie man so schön sagt, es ist ja ein öffentliches Gebäude, die Kirche, und es besteht zurzeit striktes Versammlungsverbot. Wir können keine Veranstaltungen in der Kirche machen und das trifft uns ziemlich hart. Denn wir leben von Spenden und Spenden tun natürlich die Besucher nur dann, wenn wir auch etwas bieten. Wir machen Veranstaltungen, wir haben uns in das Kulturleben hier in der Region eingeklinkt mit unserem Motto, nicht nur baulich sanieren, sondern auch Leben in die Kirche bringen. Und das tun wir mit unseren Veranstaltungen. Und da wissen wir im Moment nicht, wie es weitergeht. Aber wir nutzen halt alle Möglichkeiten, wie andere auch, und haben uns ausgedacht, auf unserer Homepage, die man sehr schnell in Google finden kann, da wollen wir eine kleine Videosequenz zeigen, dass wir einfach weitermachen. Zwar auf eine andere Art, aber auf jeden Fall weitermachen, und zwar so lange, bis wir wieder die Veranstaltungen annoncieren können. Auf der Internetseite www.förderverein-bonifatiuskirche-faderode.de finden Sie also in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder ein paar interessante Beiträge. Die Kirche selbst ist weiterhin geöffnet, natürlich ohne Gottesdienst oder musikalische Umrahmung. Natürlich kann jeder individuell in diese Kirche kommen. Das ist auch rechtlich erlaubt und seine religiösen Ansichten im stillen Gebet oder auch vielleicht im Gespräch beim nötigen Abstand davon zu erzählen. Wir selbst haben die Kirche offen, sodass man sie
schon sehen kann, unter natürlich der individuellen Berücksichtigung dessen, was gerade rechtlich möglich ist. Hoffnungsvoll blicken die Mitglieder des Fördervereins in die Zukunft und wünschen auch den Dorfbewohnern, nicht die Köpfe hängen zu lassen. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.